Darf man das heutzutage eigentlich immer noch? Oder muss man mittlerweile 18 sein? Ich glaube, man muss 18 sein. Ich glaube nämlich auch. Egal. Das Spiel ist ja von 1900. Pfannekuchen. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir jetzt ein Schloss schon? Na, die fällt bestimmt eigentlich. Was ein. Den Schlüssel? Ja. Ja. Ja? Ah, okay, Schlüssel. Gut. Wäre so billig, wenn der jetzt passt. Billiges Schloss. Oh. Ein Zielen hier. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl? Knack. Aufgeschlossen. Komisch. Jemand hat das Licht brennen lassen. Ih, an meinen Fingern hängen Fusseln. Wattefusseln? Ich dachte schon Blut. Blutfussel. Kann man hier irgendwas anklicken? Gar nichts. Nur mit den anderen jetzt. Oh, der Weihnachtsmann ist weg. Mensch. Der Hund hängt aber immer noch an der Leine. Das kann mich meinen Job kosten. Ja. Ich bin super vorsichtig. Oh, super vorsichtig. Ach, auf. Ja, die schließen wieder ab, die wollen ja nicht aufhallen. Ja. Watte an meiner Hand? Vom Tür öffnen? Ja. Sieht aus wie Bartwatte. Auch an deiner Hand. Bartwatte? Ist das? Ah, das ist ja, jetzt der Weihnachtsmann ist weg. Ja. Es hängt Bartwatte an jetzt der Tür. Fällt das ja wie, mein Lieber. Wie Schuppen aus dem Bart. Aus den Barthaaren. Dem. Rein! Willst du auf den Weihnachtsmann stoßen? Mit Terry zusammen? Oh, hoffentlich bekomme ich keinen Ärger. Ich nehme es auf meine Kappe. So, das ist mal ein vorbildlicher, junger, höflicher Mann. Ja. Der Karl. Wieso habe ich Wattestreifen an den Händen? Immer wieder aufs Neue, der geht aber auch. Wattestreifen. Können wir da nichts anklicken, oder? Nö, eigentlich nicht. Hau rein! Guck nochmal. Aber irgendwie war da nichts. Oh, wenn das mein Chef sieht. Ich pass auf. Rein. Bäh, die Tür war voller Watte. So, jetzt. Ah. Nee, ist wirklich nichts. Okay. Ja, die Einzige, die was anderes gesagt hat, außer Watte, war Gabi. Nämlich, dass jemand das Licht hat brennen lassen. Und I, hat sie auch noch gesagt. Ja, weil Watte an ihren Händen ist. Oh. An ihren Fingern hängen Fussel. Frau Bellheim. Was machen wir jetzt? Was ist denn das hier mit... Er hatte doch so eine Lampe stehen hier auch. Ah, es ist super verwirrend. Also so richtig weitergeholfen hat es uns jetzt noch nicht. Dieser Diebstahl ist das reinste Ablenkungsmittel. Ja, ja. Er soll uns von dem Hundefall ablenken. Karl weiß auch noch nichts Neues. Vielleicht hält sich Terry sogar noch in der Nähe auf. Das könnte durchaus sein, Karl. Könnte durchaus sein, Karl. Aber im Schuppen war, da hat er doch gebellt eigentlich, aber mittlerweile jetzt ist er doch nicht mehr, ne? Nö. Vielleicht wohnt da auch einfach nur der Weihnachtsmann und deshalb hat er so gebellt, weil er ihn freudig erwartet hat. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Der muss nicht unbedingt den Hund entführt haben, das stimmt natürlich. Und der Weihnachtsmann ist ja auch ein lieber Kerl, also wer könnte ihm zutrauen, sowas den Hunden anzutun? Keiner, oder? Komm mal eine Runde Sonnen, wenn das irgendwie... Ja, eigentlich schon. Deine Kabine ist gerade voll. Hm. Ah, was machst du denn mit die Gabi im Kopf? Du denkst nur an deine Freundin Gabi. Und das Schloss ist repariert worden. Geil. Mann. Stimmt. Ach so. Okay, Tim. Ja. Tim. Lotti sollte von ihrem Geld besser neue Schlösser kaufen, als es in ein teures Aquarium zu stecken. Sag mal, da müssen wir doch eigentlich auch die ganzen anderen Schlösser mit aufkriegen, oder? Ja. Aber... geht wahrscheinlich nicht. Nicht, wenn sie zuschaut. Ja, Tim ist ja ein guter, feiner Kerl, der macht das ja nicht. Der macht das nicht. So, wieder zu. Der respektiert die Privatsphäre anderer. Guck mal, Lotta herself hat sogar auch ein Fachrechtsdaneben. Lotti sollte von ihrem Geld besser neue Schlösser kaufen, als es in ein teures Aquarium zu stecken. H.Doc.P. Funk
Berger. Berger und Merget und O. Lampe. Oder vielleicht war es C. Klinke. Naja, egal. Das kann sein. Haben Sie den Fahrer erkannt? Die Frage steht irgendwie über dem Walter. Waldi. Es ging alles viel zu schnell. Das wäre natürlich gemein, den das jetzt zu fragen. Ja, das stimmt. Die hat irgendwie halt am Anfang das Einzige, was sie gesagt hat, die Gabi im Schuppen, dass das Licht angelassen wurde. Vielleicht kann man das mal ausstellen. Und wenn mein Chef kommt? Na, dir fällt bestimmt was ein. Ja, sicher. Da muss man doch irgendwas machen können im Schuppen. Ich weiß was. Ich wollte pfeifen. Ich wollte auf jeden Fall die Pfeife nochmal benutzen. Kann man da irgendwo was anklicken? Immer noch nicht, oder? Da irgendwo. Licht. Licht angelassen. Ein Lichtschalter. Licht angelassen. Frau Bellheim hat über diesen Geheimgang ja jetzt den Fluchttunnel. War da nicht was mit Lampen hier links? Ja, die hat auf jeden Fall ein paar Lampen. Vielleicht ist da ja irgendwas jetzt Cooles. Den Sternen mit den. Da, nee, kann man nicht draufklicken. Ausschalten. Willi. Gabi. Rehle. Vielleicht lernt dann Gabi, wie man Licht ausmacht und dann macht sie das Licht aus. Genau. Die ist ja so blond. Führen Sie auch Barometer? Ach, das ist gar nicht Gabi. Haben Sie etwas davon gehört, dass hier in letzter Zeit Hunde verschwinden? Also ich finde es so interessant, dass sie auch Barometer führt. Was führt sie denn sonst noch? Optiker haben wirklich geniale Dekos. Bam. Oh, wie schön. Ja, hat Gabi gelernt? Die Sterne sind aus einem Material, das phosphoresziert. Das heißt, nach Abschalten der Lichtquelle leuchtet es noch eine Zeit lang weiter. Gabi lernt, wie man Licht ausschaltet. Ist ja tatsächlich blond. Das Gelernte wenden wir jetzt direkt an. Das ist ja wirklich diskriminierend, echt. Ja, das... Dem Blondchen muss man erstmal beibringen, wie man das Licht ausschaltet. Das ist doch scheiße. Das kann doch so nicht weitergehen. Ist wirklich... Na, dir fällt bestimmt was ein. Aber wir müssen uns jetzt damit leider abfinden und unterstützen das Ganze auch noch, indem wir hier weiterspielen. Das ist unerträglich. So, und jetzt, liebe Gabi, finden wir auch den Lichtschalter, der da liegt und schalten das Licht. Das darf ja wirklich nicht wahr sein, ey. Das darf nicht wahr sein. Das ist so lächerlich. Mann. So, jetzt kann sie es. Dann mach ich's auch. Oha. Der Das ist das Phosphorisieren. Wie sagt man nochmal, Gabi? Phosphorisieren. So mein Engelchen. Kann jetzt draufklicken. Oh. Bei Fuß, Kommandant. Bei Fuß. Hallo? Terry? Hunde. Mann, bist du blöd, Gabi. Wer ist da? Brüll doch. Was machen Sie mit den Hunden? Brüll doch noch lauter. Ja. So, Mühl, jetzt hab ich die Faxen aber dicke. Nein. Nachdem Herr Bodelin erneut die Polizei gerufen hat, hält es Gabis Vater, Kommissar Glockner, für besser, dass sie zu Hause bleibt. Unsere Freunde beraten die Lage. Stubenarrest. Ich sage euch, ich habe Terry gesehen. Und der Name dieses verschwundenen Kampfhundes fiel. Commander. Aber Herr Boldewin wollte nichts davon wissen. Er hat mich gleich in den Laden gezerrt. Jetzt sind natürlich alle Spuren beseitigt. Aber gibt es tatsächlich einen Gang, der den Hof mit der alten Fabrik verbindet? Den Gang könnte dieser Weihnachtsmann dazu benutzt haben, um die gestohlenen Hunde zu den Wettkämpfen in die Fabrik zu bringen. Später hat er sie dann in seinem Sack zurückgeschleppt. Horror! Er muss Komplizen haben. Die Ladendiebin. Wer weiß, wer noch dahinter steckt. Auch wenn Gabi Hausarrest hat. Wir anderen machen weiter. Ja. Wir müssen die Schufte auf frischer Tat ertappen. Damit man TKKG endlich wieder glaubt. Auf jeden Fall. Wie war das noch mit der Sack ist prall gefüllt? Ja, was meinst du, weshalb mein Sack so prall ist? Kleiner Scherz. Kleiner großer Scherz. So. Gabi. Na? Halt durch, Tausendschönchen. Mach ich, Schokoprinz. Es ist ja rührend, die beiden sich unterhalten. Guter Hund. Tausendschönchen. Ist die nicht langweilig hier? Schokoprinz.
Hallo. Ja, ich bin's, der Karl. Na? Und? Dabei hat sie ja auch ein Aquarium, ne? Also nicht sonst noch alles hat. Ein Radio, der geht schon ganz gut. Die Pfote hat wieder zugeschlagen. Gabi Glockners neuester Streich. Wie aus zuverlässigen Quellen zu erfahren war, gab es erneut ein Trauerspiel um Gabi Glockner, Tochter des renommierten Kriminalkommissars. Nicht auszuhalten. Diese Göre. Kürzlich in einen Ladendiebstahl verwickelte Schülerin, auch die Pfote genannt, wurde denunziert, wie sie im Hinterhof des gleichen Ladens in einen Schuppen einbrach. Mit dem Schlüssel. Dazu Joachim Boldewin, Inhaber von Arche Joa. Ich überraschte das Mädel gerade noch rechtzeitig, als es einen lebensgefährlichen Fluchtweg betreten wollte, von dem ich selber keine Kenntnis hatte. Was dem Mädchen alles hätte passieren können. Die Eltern haben ihre Aufsichtspflicht schwer vernachlässigt. Kommissar Glockner räumte ein, TKKG sind lediglich einer heißen Fährte nachgegangen. Ich bedauere den Vorfall außerordentlich und werde meine persönlichen Konsequenzen ziehen. Zu dem Vorwurf, Rücktritt. Seine Tochter zeige keine Rücktritt. Reue und erzähle Räuberpistolen, nahm er keine Stellung. Die ganze Stadt fragt sich nun, wann schlägt die Pfote das nächste Mal zu? Was sind denn Räuberpistolen? Weiß ich nicht genau, wahrscheinlich Räubergeschichten oder irgendwelche wilden Geschichten, um sich rauszureden. Ja, ja. Was sind die persönlichen Konsequenzen des Polizeihauptkommissars? Hausarrest. Ja, genau. Das ist schon hart. Das ist seine persönliche. Das zieht er dann auch durch, ja. Müsst ihr nicht zurücktreten eigentlich nach so einem Ding? Ja, doch. Schon. Nicht mehr tragbar. Alles bestens? Wie geht's? Mir ist ganz schön langweilig. Ja, dann hol dir doch mal ein paar Videokassetten, Karl. Hast du nicht ein paar Videos? Die haben doch auch einen Videorekorder. Stimmt's? Stille. Ja. Heiligtum vom Vater. Hör doch auf, Karl, du kannst nicht sehen. Oh, hier ist nirgends richtig Platz. Ein Diktiergerät. Ja, wieso nehmen wir das denn nicht mit? Wir wollen Videos. Hier lagen doch auch Videos. Lagen. Oh, liegen immer noch. Wem kann man denn Videos bringen? Tach! Hallo. Hast du genug zu essen? Mehr als Wasser und Brot. So richtig zu Scherzen aufgelegt. Sie nicht? Du hast auf jeden Fall genügend zu essen. Hahaha. Klößchen. Losbrühen. Wir wollen die Videos. Tach! Können wir noch mal hinten nachschauen? Eigentlich hast du im Hof nichts zu suchen, aber sieh dir nur an, wo sich deine Freundin herumgetrieben hat. Tatsächlich. Krass. Tja, Pascha, ein Wachhund, der seine Aufgaben so vernachlässigt, taugt nicht viel. Ja. Kein neues Schloss, aber der Verbindungsgang zur Fabrik ist zugenagelt. Auch sehr unauffällig. Zugenietet. Ja, auch so ein bisschen schneller gemacht als gedacht. Aber sonst ist hier nichts irgendwie. Komm, Karl, hier. Kann doch mal nachgucken. Lass gut sein, Karl. Ich möchte mir keinen Ärger mit Boldewin einhandeln. Was ist denn jetzt los? Oh. Wusstest du von dem Geheimgang? Kennst du dich mit Kampfhunden aus? Beides interessant. Wusstest du von dem Geheimgang? Das frage ich mich. Geheimgang? Wie dramatisch. An den alten Fluchtweg hat doch niemand mehr gedacht. Sonst hätte ich euch doch gewarnt und niemals in den Hof gelassen. Ja, ja. Das heißt dramatisch. Ah, Chef. Tach. Haben Sie die Spuren im Hof bemerkt? Funktioniert Ihre Videoüberwachung wieder? Beides gut. Ja. Die Spuren habt ihr doch selbst gelegt, nur um euch, Detektive, interessant zu machen. Ihr seid schon ein paar Kindsköpfe. Kinderkacke. Hier geblieben. Oh. Okay. Darf nur der Tim hin? Ja. Ja, dann mach noch mal die anderen Fragen. Vielleicht. Ja, stimmt. Auch bei ihr. Auch bei ihr.
Wusstest du von dem Geheimgang? Kennst du dich mit Kampfhunden aus? Du verwechselst mich wohl mit meiner Mutter. Oh, Entschuldigung. Schlagfertig ist sie ja. Das tut mir leid. Schlagfertig ist sie. Das muss man denen lassen. Haben Sie die Spuren im Hof bemerkt? Ich hab doch selbst gelegt, Mensch. Funktioniert Ihre Videoüberwachung wieder? Tja. Nee, ständig hat sie Aussetzer. Ja, dann Hier geblieben! Oh, Manno. Oh, Manno. Nee, nicht jetzt. Und dann gehen wir nochmal. Tim. Boi. Woher wussten Sie, dass Gabi im Schuppen war? Welcher Hund würde am besten zu mir passen? Investigative Fragen stellen. Wussten Sie, dass Gabi im Schuppen war? Meine Angestellte hat etwas Verdächtiges im Hof gehört und mich gerufen. Der Tipp war Gold wert. Aha, Cora hat sie verpetzt. Das gibt's doch nicht. Meine Angestellte hat etwas bemerkt. Dabei hat sie selbst reingelassen. Alter, das ist fies. Das ist richtig fies. Tja, aber es ist trotzdem irgendwie nix, an Beweisen zu finden. Noch eine Frage? Der Cora vielleicht mal stellen? Ja. Da haben wir noch ein kleines Hühnchen zu rupfen. Aber jetzt kommt Cora nicht mehr, oder was? Ich glaube, Cora kommt gar nicht mehr. Ey, ja, Cora. Ne? Jetzt, wo wir rausgefunden haben, dass sie sich verpetzt hat, wo ist sie denn jetzt hin? Ah. Vielleicht gucken wir mal im Solarium. Oh, was ist denn hier? Ein Gullideckel. Auch schön. Tantalus. Ne? Oder? So heißt doch der Laden. Ja, Tantalus. Tantalus. Was ist das Scheiße? Ja. So, kann man jetzt draufklicken. Geil. Toll. Bei dieser Taschenlampe lässt sich ein Blaufilter verwenden, falls einem das helle Licht zu grell oder zu auffällig ist. Okay. Wie denn? Da? Das müssen wir jetzt auch eigentlich nochmal probieren mit dem hellen Licht und den Grillen. Ja, stimmt. Vielleicht mit Klösi. Klaus. Als Weihnachtsgeschenk ist diese Taschenlampe wahrscheinlich zu teuer. Wahrscheinlich. Ach, ich meine, die Klößchens, die können doch auch sehr. Nee, die spenden doch auch super viel und. Die Klößchens spenden mehr, als in die Spendenbüchse passen würde vom Weihnachtsmann. Dann muss so eine. coole Lampe auch mal drin sein. Haben Sie auch richtig gute Taschenlampen? So. Also nicht nur so die billige, die da steht. Wenn schon, denn schon, Frau Bellheim. Wer hat uns nur so übel mitgespielt? Ob die verschwundenen Hunde in der alten Fabrik sind? Wenn wir wenigstens die Verkleidung der falschen Gabi finden würden. Oh, das könnte... Wir können nur hoffen, dass unser Gegner irgendwann mal einen Fehler macht. Verkleidung der falschen Gabi finden... Wo könnte die denn sein? Vielleicht im Durchgang? Ich kann den, lass uns da rein, du Polde Wien. Den Tim lässt er ja rein. Ja, guter Mann. Hat er ein bisschen... Hier ist keine Verkleidung der falschen Gabi. Vielleicht Tim kommt da klar. Tim. Könnte man auch immer noch mal im Sonnenstudio nachschauen. Überhaupt mal. Wieso? Aber ist er nicht. Aber das war doch. Lotta? Lotti Schickedamm? Nee. Und da hängt so ein blondes Ding raus? Weiß ich nicht, blond? Eine blonde. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Auch mit dem Scheiß. Eine blonde Perücke. Ach du Schande. Ach, das gibt's ja nicht.